Binde dein Kamel an und verlass dich auf Allah. Das ist die Haltung, die ihn sein Vater gelehrt hat. Er ist deutscher Muslim mit syrisch-alemannischem Hintergrund und seit 2010 Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in Deutschland. Herzlich willkommen, Ayman Masiek. Und herzlich willkommen auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, beim Kamingespräch von Phoenix aus der American Academy in Berlin. Herr Masiek, das mit dem Kamel, das stammt ja aus einer Erzählung der Überlieferung um den Propheten Mohammed. Da kam ein Mann, der hat dem Propheten stundenlang zugehört. Und als er dann nach Hause reiten wollte, da war sein Kamel weg. Dann hat er sich beim Propheten beschwert. Da vertraut man mal auf Gott. Und was passiert? Schon ist das Kamel weg. Und dann hat der Prophet gesagt, ja, vertraue auf Gott, aber binde dein Kamel an. Was bedeutet das für Sie? Das bedeutet vor allen Dingen, dass dieser Fatalismus, den man öfters den Muslimen nachsagt oder im Orient allgemein, dass der eigentlich religiös nicht begründet ist. Sondern es gilt tatsächlich, dass man sich anstrengt, dass man alles gibt für ein bestimmtes Ziel. Und wenn man wirklich dann auch alles gegeben hat, dann heißt es am Ende, okay, ich verlasse mich dann auf Gott. Aber nicht umgekehrt. Umgekehrt wäre es Fatalismus nach dem Motto, ich nehme die Religion als ein normales Werkzeugkasten und werde dann sozusagen schauen, wie ich dann klarkomme. Aber das ist aber nicht der Weg, sondern du musst dich schon anstrengen. Du musst schon Dschihad im eigentlichen Sinne machen. Nicht das, was die Extremisten und Terroristen darunter verstehen, nämlich Menschen zu töten, sondern sich anstrengen auf dem Wege Gottes. Anstrengen, Verantwortung übernehmen, sich einsetzen. Mhm. Die Klausur, wenn die geschrieben wird oder wenn sie bevorsteht, sich dafür richtig vorzubereiten. Und wenn ich dann wirklich alles gemacht habe, dann sich auf Gott zu verlassen. Auch im Sinne, dass ich zum Beispiel, wenn ich krank werde oder wenn irgendwas dazwischen kommt, dass ich sage, okay, dann muss ich halt nochmal schreiben oder so. Aber dann habe ich das Gefühl nicht, ich habe sozusagen mich einfach hingegeben, sondern dass ich wirklich alles getan habe. Im Christentum erzählt man sich da einen Witz, der ist vielleicht nicht überall verbreitet, aber hier in Europa, bei uns gibt es diese Geschichte vom Schotten, der immer in die Kirche rennt und Gott bittet, lieber Gott, lass mich endlich in der Lotterie gewinnen. Und das macht er immer und immer wieder und Gott hat irgendwann einmal, platzt ihm der Kragen und dann donnert die Stimme vom Himmel runter, dann gib mir endlich eine Chance und kauf dir mal ein Los, sagt der liebe Gott. Und deswegen die Frage, haben wir vielleicht alle, egal welcher Religion wir angehören, welchen Hintergrund wir haben, alle zu sehr gesagt nach dem 11. September 2001, lieber Gott, mach, dass der Terrorismus weggeht, und viel zu wenig selbst dagegen getan? Ja, wir haben sicherlich, also auch jetzt zum Beispiel auf die Muslime bezogen, so im Nachgang kann man das ja machen, ne? Nach 14 Jahren, 9/11 liegt jetzt so lange zurück. Wir haben bisweilen den Extremismus und auch den Terrorismus in den Bezügen, auch im muslimischen Kontext, beziehungsweise in muslimischen Ländern, haben wir in vieler Hinsicht unterschätzt. Wir dachten tatsächlich, das ist so eine Geschichte, so ein kleiner Schauer oder so ein kleines Gewitter und da fliegt man drunter und dann ist das durch. In der Tat, da haben Sie recht. Ja. Ist das so, dass, wenn man die Bilder noch vor Augen hat damals, die Flugzeuge fliegen ins World Trade Center, da hat man sich das sehr leicht erklärt, das waren ja letztlich, ich sag's mal salopp, Monster, die so etwas machen. Das macht doch keiner, das sind Monster. Und wenn man diese Lesart hat, dann hat man gleichzeitig das Gefühl, das passiert eigentlich so gut wie nie. Das ist die große Ausnahme. So dass man sich dann zu sehr, zu schnell zurückgelehnt hat und gesagt hat, das soll der Staat gefälligst richten? Ja, ich meine, die Verschwörungstheorien danach sind in allen Richtungen gegangen und die sind ja bis heute noch da. Aber was Fakt ist, dass auch Muslime oder mutmaßlich Muslime, die sich zumindest so als solches zu verstehen geben, dabei waren. Und da muss man schon die Frage stellen und auch ganz selbstkritisch oder kritisch die Frage stellen, ihr seid von einem Schlechten und Bösen verführt worden. Aber warum seid ihr verführt worden? Wieso ist das passiert? Wieso ist das passiert? Ja, und wenn ihr euch wirklich als Muslime gibt, dann steht das im diametralen Widerspruch zu der Bereitschaft, die ihr wohl an den Tag gelegt habt, euch verführen zu lassen für so eine böse Tat. Weil der Islam alles andere als das aufgibt, dem Muslim, solche Sachen zu machen, Gewalt anzuwenden gegen unschuldige Menschen. Im Gegenteil wird im Koran und anderswo aufgerufen. Insofern ist das sozusagen der signifikante Punkt, wo man jetzt als Muslim sagen muss, okay,
lasst uns mal auch über die Verführungen und so weiter sprechen, aber es steht im völligen Widerspruch zu deiner eigenen Religion. Also kann es nur eins geben, entweder warst du ein religiöser Analphabet oder du hattest andere Motive. Mhm. Und das ist wohl der Fall. Motive der, was weiß ich, Gewaltverherrlichung, der vielleicht auch der psychologischen Probleme, die du versucht hast, damit zu kompensieren. Oder dass du eigentlich im Grunde genommen deines Herzens gar nicht geglaubt hast. Weil viel anstrengender ist es doch, sich sein ganzes Leben lang für Wohlfahrt, für die Menschen, für das Wohl der Menschen einzusetzen, als den schnellen Gang zu machen, nach dem Motto, ich werde jetzt sozusagen ein Märtyrer, was er eigentlich ist, und bin dann sozusagen auf der anderen Seite und habe dann das Leben hinter mir gelassen. Mhm. Das ist eigentlich ein Feiger, ein Schwacher, ein Weg, der deutlich macht, im Grunde genommen glaubt der Mensch gar nicht. Aber damals war es ja so, dass diese Worte eigentlich von allen kamen. Es gab diese uneingeschränkte Solidarität und alle haben gesagt, das kann ja nicht sein, das hat mit der Religion zunächst mal nichts zu tun. Insgeheim haben wahrscheinlich doch viele gedacht, das hat mit der Religion zu tun. Aber vor allen Dingen auch die muslimischen Verbände, auch die Muslime in Europa, haben die zu wenig gemacht und nur geredet und alle anderen auch nur geredet und zu wenig dagegen gemacht, weil es geht ja dann darum, dass man verhindert, dass überhaupt jemand in den Extremismus abdriftet. Ja, aber was haben denn die Verbände oder die Religionsgemeinschaften jetzt zu wenig gemacht konkret? Was meinen Sie denn genau? Naja, tatsächlich auf junge Leute einwirken oder sich um junge Leute kümmern. Ich glaube, das kann man ja nicht einfach nur einer Religionsgemeinschaft zuschieben, sondern als gesamtgesellschaftliche Aufgabe auch sehen. Aber damals ging es ja nach dem 11. September, wenn man sich so erinnert, eher darum, man muss sich distanzieren. Das haben alle gemacht. Das ist so ritualhaft und reflexhaft. Aber sich engagieren, um junge Leute in die Diskussion, in den Streit zu bringen und sie zu überzeugen, dass das der falsche Weg ist, das hat in dieser Gesellschaft hier in Deutschland so gut wie nicht stattgefunden, oder? Kann ich nicht so nachvollziehen. Im Gegenteil. Das normale muslimische Alltagsleben war davon geradezu, und nicht nur durch den 11. September, sondern auch davor, geprägt. Die Predigten in den Gemeinden, das Leben in der muslimischen Community, fernab des Scheinwerferlichts, was ja dann auch leider wenig Interesse findet. Das, was tagtäglich gelebt wird, ist nichts anderes als einen anständigen Bürger in unserem Land heranzuziehen, der sich für das Wohl, der sich für die Eintracht, für den Frieden in unserer Gesellschaft einsetzt. Das ist das, was die Mehrheit der Muslime weltweit macht und was sie auch hier in Deutschland macht. Das ist aber unspektakulär. Das kommt kaum in den Medien, macht kaum eine Schlagzeile. Ist meistens etwas, was vielleicht sogar ein Stück weit langweilig ist. Aber das ist gelebter Alltag der Muslime, sich einzusetzen, sich engagieren für die Gesellschaft, einen anständigen Bürger aus uns zu machen. Aber es hat doch, und das ist doch die beste Antwort auf Terrorismus und Extremismus. Aber wären wir dann heute da, wo wir jetzt sind, nämlich, dass wir wieder Terror haben, Terror auch in Westeuropa, Paris, die Anschläge, gibt es Fehler, die wir gemacht haben in den 14 Jahren seit dem 11. September? Ja, natürlich, klar. Was hätten wir anders machen müssen? Nochmal, wir haben, also erstmal selbstkritisch sage ich doch ganz klar, dass wir das Phänomen zum Beispiel von Neosalafismus, von Extremismus auch die sich zumindest auf den Islam berufen und auf die Religion berufen, dass wir das unterschätzt haben. Dass wir gesagt haben, das ist so ein kleines Fegefeuer und das geht dann wieder. Das ist der Part, den ich auch gerne auch als solches benennen will. Aber wir haben natürlich im Umgang mit Terrorismus und Extremismus die grundsätzlichen Auseinandersetzungen, die haben wir scheinbar beiseite geschoben. Die grundsätzlichen Auseinandersetzungen gehen dahin, Terror kann ich nicht mit Terror oder mit Gewalt bekämpfen. Terror hat auch sehr oft Ursachen. Ursachen zum Beispiel in Ungerechtigkeiten, Unrecht, Systemen, die Terror gedeihen lassen. Das ist der beste Nährboden für Terror, ist ein Unrechtssystem, Ungerechtigkeiten oder auch subjektiv empfundene Ungerechtigkeit.
die Kriege, die in dieser Zeit vonstatten gingen, Afghanistan-Krieg, Irak-Krieg, Stichwort Demokratie herbeibomben und so weiter, sie haben natürlich letztendlich alle dazu geführt, mitunter, dass die Gruppe derer, die ohnehin gewaltaffin sind, die die Religion instrumentalisieren, sie missbrauchen für ihre Machtzuwächse oder für ihren Machterhalt, dass wir die eigentlich jetzt nicht durch diese Geschichten und durch diese Dinge eher gestärkt haben, als sie geschwächt haben. Aber, und ich glaube, da sind wir. Und wir haben immer noch nicht, bis heute, haben wir den Islam und die Muslime mit ihrer Religion, mit ihrer friedlichen Religion nicht als vollwertigen Partner begriffen im Kampf gegen Extremismus. Bis heute ist das so. Es gibt immer ein grundsätzliches Misstrauen den Muslimen gegenüber, was immer wieder geführt wird. Ja, also der Misstrauensdiskurs, der Extremismusvorbehalt gegen Muslime ist stets da. Und der natürlich dann, wenn ich das sagen darf, Gewalt, Generalverdacht und solche Momente hervorruft. Bisher haben wir den noch nicht vollständig überbrückt. Verständlich. Trotzdem die Frage. Aber es ist verbessert. Es ist besser geworden. Aber trotzdem die Frage auf die Ungerechtigkeiten in der Welt kommen wir gleich nochmal, was das mit dem Einzelnen macht. Aber trotzdem dann mal hinzuschauen, wenn das so ist, wie Sie sagen, dass Ungerechtigkeiten die Grundlage sind. Und dann stehen im Koran Formulierungen drin, wie in der zweiten Sure: Tötet sie, wo immer ihr auf sie stoßt, vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben. Wenn sie aber aufhören, dann ist Allah allverzeihend und barmherzig. Das heißt ja erstmal vom Wortlaut her nichts anderes als eine Selbstverteidigung. Das heißt, wenn du angegriffen wirst, dann darfst und musst du dich auch verteidigen. Wenn der Gegner aber aufhört, dann hör auch auf, stell die Gewalt ein. Das vor dem Hintergrund von Ungerechtigkeiten in der Welt, dann kann doch jede so wahrgenommene Ungerechtigkeit hergenommen werden, um dann Gewalt dagegen auch zu rechtfertigen. Nein, der Koran ist ja keine Beliebigkeit, ist ja kein Buch, wo ich beliebig was rausfiltern kann. Es geht auch nicht an, dass es gibt vielleicht 3, 4 Verse dieser Art, dass ich die aus den über 6000 Versen herauspicke und die anderen nicht in Betracht ziehe, die immer deutlich machen, ob man die Einstellung des Muslims gegen Andersgläubige oder Nichtgläubige, dass sie von Barmherzigkeit durchzogen sein muss, dass der Muslim seine Aufgabe ist, Frieden auf Erden zu machen. Muslim heißt Frieden, der Muslim ist derjenige, der Frieden macht, Islam heißt Frieden. Sich hingeben für Gott, um Frieden mit sich, mit seiner Umwelt, mit seiner Gesellschaft zu machen. Das ist die Aufgabe, das ist die Aufforderung, die durchtränkt ist im Koran. Durch alle Verse gehen hindurch. Aber sagt ein junger Mensch, aber da steht doch diese eine Formulierung. Genau. Und die gibt mir doch das Recht, wenn irgendwo Ungerechtigkeit ist, die ich so wahrnehme, zu kämpfen. Gibt es nicht, nein. Und es gibt einige Verse, die zum Beispiel auf die Gegebenheiten seiner Zeit der jungen Gemeinde des Propheten, Friede sei auf ihm, Bezug nimmt. Und deswegen kann ich Koranverse nicht einfach herauspicken, sondern ich muss natürlich den gesellschaftlichen, den zeitlichen Kontext heranziehen. Und insbesondere bei solchen Gegebenheiten. Und hier ist der Kontext klar und deutlich. Die junge Gemeinde, die in Mekka vertrieben worden ist, nach Medina auswandern musste, flüchten musste, wurde weiter drangsaliert und zwar mit bis aufs Messer von den Mekkanern. Und in dieser Auseinandersetzung entstanden auch Kriege und Auseinandersetzungen. Und in dieser Auseinandersetzung gilt dieser Vers: Wenn du angegriffen wirst, dein Hab und Gut, deine Familie, dein Land, deine Stadt mit Gewalt angegriffen wird, dann gilt nicht, dass du die andere Backe hinhältst, sondern dann gilt, dass du dich zu verteidigen hast. Und nur so, Moment. Und nur so ist dieser Vers zu verstehen. Und das seit 1400 Jahren. Die Gelehrten und andere haben diese Meinung deutlich immer wieder hervorgebracht. Und es gibt keine andere Schlussfolgerung. Mhm. Es gibt aber ein paar, ganz wenige, und das sind meist die in der Religion auch nicht verortet sind oder beziehungsweise nicht sich richtig auskennen, die versuchen, diese Verse dann anders zu interpretieren. Aber sie sind völlig weg vom Mainstream des Islam, von dem, was die Muslime seit 1400 Jahren in diesem Kontext sagen. Interessant ist aber, das müssen wir auch mal in der Analyse reinbringen, dass gerade diese Verse immer wieder stets die Diskussion, auch unsere jetzt hier,
ausmachen, dass diese Verse den Muslimen vorgehalten werden und dass damit der Misstrauensdiskurs gegenüber den Muslimen begründet wird. Und das ist insofern eine sehr gefährliche Diskussion, weil A, wir haben in allen Offenbarungen entsprechende Verse, die missbräuchlich verstanden werden können. Und B, hier ist die Haltung und die Gelehrtenmeinung und die Meinung dessen, was die Muslime aus diesen Versen machen, das ist seit 1400 Jahren ganz klar. Sie ist nicht so, die müssen jetzt nicht neu erfunden werden. Bleiben wir mal da, tatsächlich in allen Offenbarungen, auch in der Bibel, finden sich ähnliche Verse. Vieles hat der Prophet auch, ich sag mal, übernommen, weil er von seinem Onkel offenbar sehr intensiv auf die Inhalte der Bibel gelehrt worden ist. Wir finden in der Bibel Formulierungen wie, dass Steinigungen erlaubt seien, wenn der Sohn ungehorsam gegenüber seinen Eltern ist, Altes Testament. Wir finden im Neuen Testament Formulierungen, die sehr abwertend gegenüber Frauen sind. Durch Paulus im Neuen Testament findet sich das. Klar, wie Sie sagen, historischer Kontext. Darin muss es eingebettet werden, was ist Tradition in einer bestimmten Region, auch was die Bevölkerung angeht. Aber jetzt geht doch die Auslegung, nicht vielleicht die allgemein anerkannte, aber es gehen islamische Rechtsgelehrte aus dem 12., 13. Jahrhundert hin und ergänzen diesen vorhin zitierten Vers, Sure 2, indem sie dann sagen, der Dschihad darf nie aufgegeben werden, sonst verlieren Muslime ihre Ehre, ihr Land und ihre Macht. Das ist ein Rechtsgelehrter, 12., 13. Jahrhundert, Ibn Tamiyah, wird immer und immer wieder von den Dschihadisten angeführt, als Rechtfertigung, weil dann gesagt wird, man darf nicht aufhören mit der Gewalt, weil Muslime sonst ihre Ehre, ihr Land, ihre Macht verlieren. Und man kann eigentlich relativ freihändig dann definieren, was ist denn dann der Verlust der Ehre? Ist beispielsweise ein Kopftuchverbot in Westeuropa, in einigen Ländern, dann schon Verlust der Ehre? Wie kann ein muslimischer Verband, wie können Muslime in Deutschland, die mit solchen extremen Ansichten nichts am Hut haben, und das ist ja die überwältigende Mehrheit, wie können die jungen Leuten sagen, das gilt nicht, das, was irgendwelche Rechtsgelehrten im 12., 13. Jahrhundert da aufgestellt haben? Ja, indem wir zum Beispiel theologische Diskurse darüber führen. Wir haben jetzt vor, zum Beispiel mit den islamischen Theologiezentren, die wir in Deutschland haben, gerade auch Symposien mit den muslimischen Religionsgemeinschaften über diese hochumstrittenen Aussagen von Gelehrten, die Aussagen sind, die auf deren Kontext, gesellschaftlichen, historischen Kontext fußt und so weiter, dass wir die noch mal im Lichte unserer heutigen Zeit betrachten. Das ist eine eigentlich in erster Linie intellektuelle Auseinandersetzung. Weil nochmals, der Mainstream-Gedanke der Muslime heutzutage, da finden solche Ansichten in keiner Weise Anwendung. Es werden aber von extremen Minderheiten sie gerne heranzitiert. Das ist richtig beschrieben. Nur das ist der Status quo. Die Frage ist, warum können wir nicht über diesen Punkt hinausgehen und sagen, der Status quo ist ja ohnehin unter den Muslimen, dass sie diese Ansichten und dass sie diese Interpretationen ablehnen. Warum werden sie aber ständig damit konfrontiert? Und ich wiederhole hier an dieser Stelle, um diesen Misstrauensdiskurs und den Extremismusvorbehalt wiederum gegen den Islam allgemein aufrechtzuerhalten. Und das finde ich echt hochgefährlich. Aber einerseits intellektuelle Diskussion wichtig. Nur wie bringe ich das an die jungen Leute heran, die der Meinung sind, sie dürften das, weil da steht's doch. Müssen wir nicht alle gemeinsam im Grunde diese Diskussion auf einer Ebene führen, dass sie jeden erreicht, zu sagen, ja, das gehört nicht. Aber ich würde vielleicht nicht pauschalisieren an dieser Stelle. Die jungen Leute, das ist mir zu kurz. Nicht die, aber diejenigen, die dann tatsächlich mitmachen, und das sind ja mittlerweile immer mehr, also Hunderte aus Deutschland, die jeder Einzelne ist einer zu viel, da bin ich bei Ihnen. Aber ich würde dann schon doch noch mal zahlenmäßig das Ganze einordnen. Wir haben über 4 Millionen Muslime in Deutschland. Mhm. Wir haben vielleicht roundabout 600.000, 700.000 davon junge Muslime. Und dann wiederum davon sind eine Hundertschaft, die sich dieser falschen und verquerten Betonauslegung des Islams sozusagen hingeben. Das ist nicht die jungen Muslime. Wenn Sie da erlauben, dass wir da noch mal die Relation einsetzen. Absolut. Es ist aber eine wachsende Zahl über die letzten Jahre insbesondere. Und gehen wir doch mal in die Jetztzeit zu den Anschlägen von Paris.
Da sieht man dann hinterher, und wir senden das natürlich, das Gleiche, was wir nach dem 11. September gesehen haben. Solidaritätsbekundungen. Es gibt gemeinsame Veranstaltungen, zum Beispiel in Berlin, ja, kurz nach den Anschlägen von Paris. Es gibt diesen Marsch in Paris selber. Das ist das, ich sage jetzt mal überspitzt, eigentlich das Erwartbare, das auch Erhoffbare nach so einem Anschlag. Aber wird dann zu schnell zur Tagesordnung übergegangen und weiterhin eher darauf fokussiert, wie kann man die Sicherheitsmaßnahmen erhöhen, um sowas zu verhindern, statt sich um die zu kümmern, um die jüngeren Leute, nicht alle, aber doch den Teil, der anfällig ist, an sowas mitzumachen. Ich weiß nicht, ob das so der normale Alltag, dann, den Sie da jetzt darstellen, beschrieben worden ist. Es wurde immer gesagt, die Muslime müssen mal ein Zeichen setzen, sie müssen mal ein großes Zeichen setzen. Wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir immer das Gefühl, da ist vielleicht doch eine andere Meinung oder es gibt andere Positionen dazu. Nun haben die das gemacht. Sie haben das gerade so salopp beschrieben. Die haben in Berlin eine Veranstaltung gemacht. Ich meine, wir haben dort eine ursprünglich Mahnwache geplant, wo die gesamte Spitze des Staates da war, wo die ganzen Spitzen der Zivilgesellschaft da waren, wo die Spitzen der Religionsgemeinschaften, der Kirchen, der Juden etc. gesprochen haben. Es war ein beeindruckendes Zeichen, die wir absolut auch aus Deutschland herausgegeben haben. Ja. Vor allen Dingen vor der Diskussion Pegida und so weiter war ja Deutschland gerade in der Weltöffentlichkeit durchaus in einer defensiven Position. Und wir haben ein schönes Bild des Friedens, der Toleranz, der gemeinsamen Schulterschluss dargelegt. Sehr richtig. Ein Zeichen, was immer wieder auch eingefordert absolut. Ist, aber wo, was Herr Masek, auch erfüllt worden ist. Wo sind die Taten, die dann auch kommen müssten und die vielleicht in den letzten 14 Jahren nicht gekommen sind, sodass wir gar nicht mehr an diesen Punkt hätten kommen können? Also die Taten, das sind, wie gesagt, Sie haben ja gerade beschrieben, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wer meint, Extremismus jeglicher Couleur, ob jetzt aus dem Rechtsextremismus, Linksextremismus oder aus den religiösen, ist immer eine Frage der betroffenen Gruppe alleine, der irrt. Und leider ist in der Vergangenheit auch diese Diskussion in diese Richtung immer wieder geführt worden. Und wenn wir dann fordern, eine Gesamtgesellschaft, dann heißt es, der Masek versucht sich da rauszuwinden. Nein, ich kann nicht Extremismus und Terrorismus trockenlegen, ohne das Verständnis zu haben, dass beispielsweise die Jungs und Mädchen, so wie es zum Beispiel der Innenminister trefflich formuliert hat, unsere Jungs und Mädchen sind, die abdriften, die Kanonenfutter in Syrien und in Irak werden und sich missbrauchen lassen. Und nicht nur einer bestimmten Religion, sondern es sind unsere Kinder aus unserer Generation, die hier sozialisiert, die hier aufgewachsen, die hier zur Schule gegangen sind oder abgebrochen haben. Meistens sind es ja durchaus kaputte Biografien. Meistens sind sie auch schon vorher straffällig geworden, etc. Aber es sind jedenfalls aus unserem Land heraus. Wenn wir mit diesem Verständnis rangehen, wenn wir mit diesem Verständnis mit den Muslimen partnerschaftlich Programme entwickeln, und zwar nicht nur im Sinne von, wir reden von Prävention, meinen aber Repression, weil Repression ist die Aufgabe der Sicherheitsbehörden. Die müssen einschreiten und so weiter. Das ist deren Aufgabe. Da können wir, das ist nicht unsere Hoheit. Aber im Bereich der Prävention, wenn wir da viel, viel früher ansetzen, da bin ich bei Ihnen. Also zum Beispiel, wir haben in unseren Moscheen und Gemeinden viel Jugendarbeit. Vieles ist semiprofessionell. Wo können wir das verbessern? Wo können wir professionalisieren? Wie können wir die einzelnen Verbände, die einzelnen Vereine, zum Beispiel Jugendvereine, in den Jugendring hieven? Wie können wir Kooperationen mit christlichen, mit jüdischen Jugendgruppen und so weiter machen? Wie können wir früh sie als Teil der Gesellschaft begreifen, ihnen dieses Signal zu geben? Immer dieses Stichwort Anerkennungskultur und so weiter. Das ist für mich gelebte, richtige Prävention, viel früher anzusetzen. Jetzt reden wir wieder, wenn es fast zu spät ist. Wichtige Sachen fordern wir auch schon lange ein. Ich habe vor vielen Jahren eingefordert, jeder hat die Stirn gerunzelt, wir brauchen sowas wie Sektenbeauftragte in den muslimischen Gemeinden. Ich habe gesagt, wir in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Kultur, der Landeszentralen, wo wir Imame und Vorstände ausbilden, zum Beispiel, wie sie mit Ideologien umzugehen haben. Ja, diese die politische Bildung in dem Bereich. Wir haben große Erfahrungen im Bereich des Rechtsextremismus. Sie auch anzubieten für die muslimische Community. Wieder um Stirn runzeln.
Also, aber wir haben das immer wieder eingefordert. Sie sagen es ja gerade selber. Sie haben es immer eingefordert. Prävention war immer mein Thema. Jetzt aber die Frage, warum hat es dann kaum stattgefunden? Warum hat es in erster Linie verschärfte Sicherheitsmaßnahmen gegeben? Ja, warum hat es in erster Linie Ausbau der technischen Möglichkeiten gegeben? Warum haben wir eine Situation, wo am Ende eigentlich immer dann die Frage steht, wie können wir ganz am Ende der Kette verhindern, dass einer einen Anschlag verübt, notfalls, indem man ihn erschießt, bevor er es tun kann, oder mit einer Drohne gezielt tötet? Warum hat dieses vorher diese Prävention nicht stattgefunden in 14 Jahren? Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass wir in dem öffentlichen Diskurs dieser Hysterie auch ein Stück weit erlegen sind. Also wenn ich Ihnen möchte nicht zu nahe treten, aber ich habe auch Ihre Nachrichten und Ihre Kommentare verfolgt in den letzten Jahren, auch in dem Bezug. Wir haben hauptsächlich medial Diskurse über diese Themen geführt. Personalaufstockung in den Sicherheitsbehörden etc. und so weiter. Was wir sicherlich alles brauchen. Aber das sind Repressionsmaßnahmen. Die sind eigentlich dann vonnöten, wenn mehr oder weniger das Kind im Brunnen gefallen ist. Wir müssen viel, viel früher ansetzen. Ist das ein Versagen der Politiker aus Ihrer Sicht? Ja, ich würde immer das harte Wort Versagen und so weiter. Es ist ein Stück weit Versagen von uns allen, dass wir in den Sonntagsreden von Prävention geredet haben, aber eigentlich Repression gemeint haben. Ja, das ist aller von uns allen Versagen, dass wir nicht viel fester in der Richtung gearbeitet haben, dass wir gesagt haben, die Strukturen zum Beispiel, die muslimischen Religionsgemeinschaften haben, die können wir in vieler Hinsicht verbessern. Und diese Verbesserung ist auch ein Teil der Prävention. Ja, wenn es nach mir ginge, sollte jeder Imam in Deutschland locker ein Jahr, zwei, drei Semester Staatskunde haben. Einfach um zu erfahren, um zu wissen, in welchem Land er lebt, in welchem Kontext er lebt, das Grundgesetz kennenlernt, die Verfassung etc. Viele machen das schon, aber sie machen das vielleicht privat durch Studien oder was weiß ich. Nein, es müsste eigentlich so eine so was wie ein Staatskundepass für alle geben. In Osnabrück wird das zum Beispiel gemacht. Das nennt sich da Ausbildung für Imame, so Weiterbildung und so weiter. Aber es ist nichts anderes als eine Staatskundepass. Finde ich eine wunderbare Einrichtung. Einfach um unsere Multiplikatoren in den Religionsgemeinschaften viel stärker an unsere Gesellschaft, an unser Land, sie als Teil auch zu begreifen und damit sie wiederum wissen, welchen Kontext sie Gehen wir da mal in die Einzelheiten rein, weil da stoßen sich ja manchmal auch die Dinge im Raum. Sie haben als Zentralrat der Muslime kurz nach dem 11. September damals schon gesagt, ein klares Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das ist eine Charta gewesen, die Sie damals ja verabschiedet haben. Gleichzeitig über die letzten Jahre gab es immer die Diskussion darum, muss dann nicht auch einwandfrei und unzweifelhaft klar sein, dass in Deutschland eine Scharia nichts zu suchen hat. Weder in der Form von Familienvermittlern oder anderen Institutionen, die da noch irgendwo stattfinden, teilweise auch geduldet werden. Muss man dann nicht klar machen, Scharia hat keinen Platz in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung? Scharia ist übrigens ein Begriff, der erst im Mittelalter oder später im islamischen Kontext erzeugt worden ist. Und der Begriff ist halt unglaublich polarisierend. Jeder versteht was anders drunter. Hierzulande wird ja meistens darunter verstanden Strafrecht und Hand abhacken und so weiter. Scharia heißt ja im eigentlichen Sinne Weg zur Tränke, das wissen Sie. Und da sind vor allen Dingen geordnet die grundlegenden Dinge des Islams, also des muslimischen Alltags. Das Gebet, das Fasten, das Spenden für Arme und Bedürftige, die Hadsch, die Pilgerfahrt und anderes mehr. Das sind Dinge, die unumstößlich sind. Das sind Teile der Scharia. Der andere Teil, das ist von Gelehrten, von Menschen in den unterschiedlichen Zeiten dann aufgeworfen worden, fließt dann mit ein. Wir dürfen nicht den Fehler machen. Ich sage es mal, vielleicht ist es nicht der richtige Begriff, aber so wie der christliche Katechismus so ein bisschen. Die Scharia als solches ist sowas. Und diese Scharia entgegenzusetzen oder gegenüberzustellen zu unserer freiheitlich-gesellschaftlichen Grundordnung. Das sind zwei verschiedene, völlig verschiedene Dinge. Darf es dann, wie beispielsweise in Berlin, solche Vermittler darf es ja geben, aber jemanden, der bei Streitigkeiten dann tatsächlich Entscheidungen auch fällt?
die eigentlich nicht in Übereinstimmung sind mit der deutschen Rechtsordnung? Nein, darf nicht. Und wir haben auch das unmissverständlich zum Beispiel in der Islamcharta gesagt und später dann auch wieder. Aber auch hier wird wieder, der Diskurs erfolgt mehr als Angstdebatte, weil das Wort Scharia sozusagen polarisiert. Fakt ist, unsere Verfassung, unser Grundgesetz legt den Bürgerinnen und Bürgern und den Institutionen nahe, bei Streitigkeiten nicht direkt das Gericht aufzusuchen, sondern friedensstiftend dafür zu einigen. Ja. Wir haben sogenannte Schiedsgerichte im DFB, im was weiß ich wo. Einfach deswegen eingerichtet, damit es sozusagen auf einem schnellen Weg wieder Frieden einkehrt. Das Gleiche soll den Muslimen auch gestattet sein. Wenn Streitigkeiten da ist, kann man den Imam aufsuchen, kann man vielleicht in der Familie das klären und so weiter. Das ist der bessere Weg der schnellere und bessere Weg. Aber in dem Moment, wo es um das Strafgesetz geht, also sprich, wo es dahin geht, dass Strafen ausgesprochen werden für strafrechtliche Vergehen, das darf nicht der Imam machen. Da endet das Ganze. Das haben wir auch unmissverständlich immer wieder gesagt. Also Friedensaktivitäten im Sinne stiftend und Versöhnung, ja. In dem Moment, wo das Strafgericht oder das Strafgesetz berührt wird, nein, da müssen die Gesetze oder da müssen die Gerichte aufgesucht werden. Selbstverständlich. Weil dann passiert genau das, was befürchtet wird, nämlich diese Paralleljustiz. Das darf nicht sein. In Österreich. Vielleicht noch ein Satz. Ja. In den grundlegenden Dingen, was der Muslim lebt und tut und macht, ich habe das gerade angesprochen, die fünf Säulen des Islams, Gebet etc., findet er in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in keinster Weise irgendeine Einschränkung. Es gibt aber durchaus Bereiche, wo eine Kollision da ist mit islamischem Rechtsverständnis und dem Grundgesetz. Zum Beispiel im Bereich des Zivilrechts, im Bereich des Prozessrechts, Eherecht und so weiter. Und auch da haben wir in der Islamcharta unmissverständlich deutlich gemacht, da, wo diese Fälle da sind, die aber nicht signifikant für mein Muslim-Dasein einschränkend wirken, zieht das Grundgesetz. Zieht das Grundgesetz. Haben wir deutlich gemacht. Und zwar, Herr Thielwinsen, vor 14 Jahren. Absolut. Nun ist das aber die Charta des Zentralrats der Muslime in Deutschland. Das ist ein Verband, der 300 Moscheegemeinden vertritt. Andere Verbände vertreten mehr Moscheegemeinden. Alle zusammengenommen vertreten eigentlich nicht die Mehrheit der muslimischen Bevölkerung in Deutschland. Trotzdem, in Ihrem Namen heißt es Zentralrat, ein anderer Verband heißt Islamrat, wird der Anschein erweckt, als hätten Sie den Vertretungsanspruch für alle. Das heißt, wenn Sie so etwas verabschieden, wie kriegen wir es hin, dass alle es anerkennen und dass es alle auch vertreten in ihren Gemeinden? Also die IC, also die Islamische Charta, wurde von anderen Verbänden vollumfänglich unterstützt und auch als solches wahrgenommen. Das, wenn Sie da in die Geschichte reinschauen, werden Sie das erkennen. Die Verabschiedung selbst war für den Zentralrat schon ein großes Unterfangen, alle 300 Moscheegemeinden in diesen Abstimmungsprozess reinzubringen. Aber wir haben mit großer Freude zur Kenntnis genommen, dass die anderen Verbände dem voll entsprochen haben und gesagt haben, wäre doch schön gewesen, hätten wir den ganzen Abstimmungsprozess auch mit den anderen gemacht. Wir haben das positiv aufgenommen und haben auch gesehen, dass die anderen das mittragen. Die Frage, die in Ihrer Frage rauskommt, ist ja immer wieder Vertretungsanspruch wie Legitimation. Und das ist so eine Sache in Deutschland. Schauen Sie, wir haben vier große Verbände, die wiederum haben in den Ländern wiederum auch ihre Landesvertretungen etc. Wir haben 4 Millionen Muslime. Sehr konservativ gerechnet geht das Innenministerium aus, zwischen 20% und 25% der Muslime in Deutschland sind in irgendeiner Weise in diesen vier Verbänden und ihren Moscheen organisiert, sprich, die gehen zur Moschee, zu den Gottesdiensten etc. Ist recht konservativ berechnet. Es gibt andere Zahlen von Instituten und so weiter, durchaus seriöse, die sprechen bis zu 40. Das finde ich wieder zu viel. Ich glaube, die Wahrheit liegt so bei 30, 35 höchstens. Aber in der Tat, Sie haben recht. Es gibt eine große schweigende Mehrheit der Muslime in unserem Land, die nicht organisiert oder in den Moscheen etc. sind. Aber das heißt ja nicht, dass sie
gegen die Positionen der Verbände sind. Im Gegenteil, wir haben gerade nach der Organisation unserer Mahnwache am Brandenburger Tor Tausende, ich sag's Ihnen, Tausende Mails bekommen. Wir mussten jeden Tag unseren Server neu resetten, weil er immer wieder zusammenbrach, von vielen, vielen Muslimen, die überhaupt nicht vielleicht auch religiös so engagiert sind, aber die sich angesprochen gefühlt haben, die sich mitvertreten gefühlt haben, die gesagt haben, endlich ein tolles Zeichen und ihre Solidarität zum Ausdruck gebracht haben. Das wird es immer geben, dass es eine schweigende Mehrheit gibt, die nicht organisiert ist. Mhm. Den möchte ich sagen, mhm. Gibt zwei Möglichkeiten, die ihr habt. Eigentlich drei, aber die dritte ist eigentlich keine gute. Erste, ihr macht selbst einen Laden auf. Ja, so ist das in der Demokratie. Wenn ich Meinungsbildung mache, dann muss ich mich organisieren, mache einen Verband und so weiter. Oder ich schließe mich einer der vier oder der Religionsgemeinschaften an. Und die dritte, die schlechteste, ich sage, es mir alles egal. Aber das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Aber dann darf man nicht den Verbänden das zum Vorwurf machen. Aber ich sage mal, wir haben natürlich nach diesen Veranstaltungen, die ein wirklich großes Zeichen waren, aus den Verbänden selber von Funktionären gehört, ja, wir Funktionäre, wir haben das alles organisiert, wir haben das gemacht, auch auf Länderebene, teilweise auf lokaler Ebene fand das ja auch statt. Mhm. Aber wir haben in unseren Gemeinden auch eine ganze Reihe junger Leute, nicht alle wohlgemerkt, aber auch junge Leute, die finden das falsch, die stehen da nicht hinter. Die haben eher die andere Ansicht, nämlich, dass in der Welt so viel Ungerechtigkeit passiert, dass verständlich ist, was in Paris passiert, was ja eine ganz schreckliche Haltung ist, so etwas zu rechtfertigen. Deshalb nochmal die Frage, muss man diese Grundlagen, über die sich offenbar dann die Verbände auch verständigen können, nicht, sagen wir mal, flächendeckend in Deutschland festlegen? In Österreich haben wir jetzt ein Gesetz, das Islamgesetz, das sagt, der Islam in Österreich ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Es darf keine Finanzierung von Gemeinden aus dem Ausland geben. Es steht immer die Rechtsordnung, die freiheitlich-demokratische, über der Scharia. Das wird da einmal noch mal klar gemacht. Es gibt aber eben auch die Möglichkeit, und das sind Rechte, die da drin festgehalten sind, Seelsorger für alle Gemeinden, ja. Auch in den Gefängnissen beispielsweise, in der Armee, in den Bildungseinrichtungen zu haben. Der Schutz der Friedhöfe bis in alle Ewigkeit, das Schächten wird erlaubt, muslimische Feiertage, auch ein heiß umstrittenes Thema in Deutschland. Das alles wird darin festgelegt. Brauchen wir auch so einen Islamismus? Ich finde das hochinteressant, was da in Österreich passiert ist. Und ich finde diese Diskussion, und der Verlauf, was in Österreich passiert, kann unsere Diskussion auch in Deutschland befruchten. Wir haben natürlich andere, nicht die gleichen Rechtssysteme. In Deutschland ist es so, dass Religion Religionsverfassungsgesetz eigentlich auf Landesebene ist, ja. Organisiert und wird dann auch zwischen Staat und Religionsgemeinschaft dann auch verabschiedet und mit Verträgen etc. in der Regel, außer das Thema Bundeswehr und Seelsorge, aber das andere ist alles Landesthemen und so weiter. Also wie das jetzt rechtlich einzuordnen ist, eine andere Frage. Aber ich finde sehr, sehr positiv und befruchtend. Und ich kann mit vielen, mit dem, was dort gesagt worden ist und wie es gesagt wird, auch leben. Zum Beispiel Finanzierung. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn ein Land sagt, unsere Religionsgemeinschaften sollen sich bitte schön im Land selber finanzieren und nicht durch Auslandsfinanzierung bestimmt werden. Das finde ich völlig legitim. Und das österreichische Gesetz schließt nicht aus, dass es Spenden zum Beispiel aus dem Ausland von Stiftungen etc. für bestimmte Zwecke. Aber entscheidend ist, dass das umgesetzt wird in Österreich selbst. Also dass nicht Spenden eingesammelt werden fürs Ausland wiederum und so weiter. Solche Sachen. Ich finde das völlig legitim. Oder die Forderung, dass die Imame hier ausgebildet werden sollen. Das ist etwas, was mein Vorvorgänger schon eingefordert hat und gesagt hat, das ist der richtige Weg, weil es A, unser Selbstverständnis entspricht, Islam in Deutschland, weil es B, die Imame befähigt, viel mehr auch ganz nah an der Community zu sein, ganz nah an der Gesellschaft zu sein. Das ist der richtige Weg. Ist das ein klares Ja zu einem Islamgesetz, wenn auch mit bestimmten Anpassungen für Deutschland? Ja,
Ich würde den Misstrauensdiskurs, der auch mit dabei schwenkt, darauf würde ich gerne verzichten. Nach dem Motto, wir brauchen das Islamgesetz, damit wir die Muslime an die Kandare kriegen. Nein, wir brauchen ein Islamgesetz, wir brauchen so eine Richtung in Deutschland, um einfach Normalität und Selbstverständlichkeit in der muslimischen Community herzustellen, dass Muslime Teil dieser Gesellschaft sind. Ja, das brauchen wir. Also ja. Es wird klar gemacht dadurch, dass der Islam zu Deutschland gehört. Richtig, genau. Mhm. Ich weiß, dass ich das mit dieser Position ganz viel anecke. Auch in anderen Teilen der muslimischen Verbände. Ja, beispielsweise der Verband DİTİB, der zu guten Teilen Gelder ja aus der Türkei bekommt. Ja, der wird von staatlichen sagen, Stellen, der wird sagen, das machen wir nicht mit. Das stimmt. Aber dann wird, da bin ich, bei der Diskussion bin ich ja auch ein Stück weit bei DİTİB, indem ich deutlich mache, DİTİB bezahlt tatsächlich die Imame. Und das sind nicht wenige. Und die Frage ist, wie finanzieren wir die Imame dann? Wir brauchen sozusagen auch Alternativmodelle. Also wer A sagt, muss auch B sagen. Aber ich würde gerne A sagen und dann auch B dass es B eingesetzt wird. Und das hieße im letzten Falle, dass wir tatsächlich keine Imame haben, die von Ausland finanziert werden. Jawohl. Kann so ein Islamgesetz auch helfen? Und da kommen wir mal zu dem Bereich Pegida, Islamfeindlichkeit, Islamophobie in Deutschland. Kann so ein Gesetz auch helfen, diese Islamophobie, ich sag mal, wieder abzubauen, zu bremsen, die wir hier haben? Ja, alles, was in Richtung Selbstverständlichkeit geht, was in Richtung Teil dieses Landes geht, was auch Interaktion, Auseinandersetzung in Behörden, in der Politik und anderswo führt letztendlich zum Abbau von Vorurteilen. Wir haben ja sehr oft eine Summe von Vorurteilen, die dann durchaus einen latenten Rassismus nach sich ziehen. Was haben wir erlebt beim NSU, bei den NSU-Morden und Terror? Dass viele Ortsbehörden weggeschaut haben oder nicht danach geforscht haben, dass sie die Opfer zu Tätern gemacht haben, etc. Das sind alles Entwicklungen, weil viele Vorurteile in unseren Köpfen in der Gesellschaft vorhanden sind. Und diese Vorurteile können natürlich abgebaut werden, wenn das Bewusstsein immer stärker wird, Muslime sind Teil unserer Gesellschaft, sie sind auch Teil unserer Strukturen. Religionsgemeinschaft bedeutet im Endeffekt Rechte und Pflichten. Beides muss verteilt werden und es muss sozusagen eine Win-Win-Situation. Wenn dieses Gefühl auch in den Behörden, in der Politik, in der Gesellschaft weiter durchdringt, denke ich schon, dass es auch dazu führt, dass die Rechtsradikalen, dass Rassisten, die nicht sich von solchen Entwicklungen beeindrucken lassen, sondern die bleiben bei ihrer Ideologie und Position. Das ist aber denen wesentlich schwerer gemacht. Nun sind ja nicht alle in dieser Bewegung Rassisten, sondern es sind auch viele, die erstmal Ängste haben. Und da wird immer geredet von einer Islamisierung in Deutschland. Wir können auch die Zahlen mal durchgehen. Wir beide werden uns wahrscheinlich sehr einig sein. Es gibt gar keine Islamisierung. Die Politik hat das auch offen postuliert. Genau. Aber sie ist eigentlich die Zahlen mal richtig schuldig geblieben. Also Politik sagt nur, es gibt keine Islamisierung und dann soll der Bürger das akzeptieren. Ist da ein Defizit? Muss man nicht klarer vermitteln, dass die Zahl der Muslime oder der Anteil der Muslime in der deutschen Gesellschaft auch im Jahr 2030 nicht über um die 7% liegen wird? Richtig. Und auch in den Jahren danach nicht höher wachsen wird? Ja, klar. Also ich meine, nach Sarrazin haben wir leider diese Angstdebatte, die Überfremdung des Landes und dass Deutschland nicht mehr die Bevölkerung stemmen kann und so weiter. Das sind aber Szenarien, die mit der Realität nichts zu tun haben. Genau das ist es. Und das merkt man ja noch deutlicher in Ostdeutschland, wo ja die Angst vor dem Islam besonders groß ist. Und zwar nicht, oder weil es kaum Muslime dort leben und nicht, weil es viele Muslime dort leben. Es ist in der Tat so, dass der Misstrauensdiskurs, den wir führen, ist Nährboden und Wasser auf den Mühlen von Rechten. Mhm. Und sie nutzen das aus. Wir haben gerade rechte Gedankengut war in den 50er, 60er, 70er Jahren stark noch geprägt von Verherrlichungen von Hitler und anderen mehr. Heute ist die Einflugschneise immer mehr das Thema Angst vor dem Islam. Und deswegen in der Tat der Diskurs, der in den sogenannten Qualitätsmedien geführt werden, die Überschriften, das Boot ist voll, Überfremdung, Weltmacht Islam und so weiter. Das sind keine Überschriften von der großen Tageszeitung mit den vier Buchstaben, sondern das sind Überschriften aus der Qualitätspresse.
Sie sind zum Teil auch skandiert worden in den Fluren von den Demonstrationen bei Pegida. Sie haben mit dazu beigetragen, dass diese Angst geschürt wird. Und wir, glaube ich, müssen da gemeinsam auch selbstkritisch dran gehen und sagen, okay, wir müssen da ein Stück weit auch in den Diskurs differenzierter führen. Ja, ich habe nicht gesagt, dass wir Gefahren verharmlosen sollen. Aber wir müssen den Diskurs differenzierter führen. Differenzierter heißt Zahlen. Gehen wir mal auf die Zahlen ein. Und wir beide sind uns in der Tat da, glaube ich, sehr einig, dass wir in Deutschland durch die verstärkte Zuwanderung zwar auch mehr Muslime haben werden, die zuwandern, aber dass alle empirischen Untersuchungen eigentlich belegen, das führt nicht dazu, dass eine Vervielfachung nachher von Menschen muslimischen Glaubens in Deutschland sein werden, Genau, also gleich diese Geburtenraten entsprechend absinken, sodass das eigentlich nicht stattfindet. Dennoch haben Menschen nicht nur in Dresden, sondern auch anderswo das Gefühl von Islamisierung. Durch, hier wird immer der Begriff Parallelgesellschaft benutzt, nennen wir einen anderen, das ist eine Multiminoritätengesellschaft. Also wo an einem Fleck keine Minderheit so viel Mitglieder hat, also eine Mehrheit stellt, um zu bestimmen, sondern wir haben es nur noch mit unterschiedlichen Minderheiten zu tun. Und gerade in Ballungsräumen, in großen Städten, und da ist der Anteil der Muslime in manchen Städten oder in manchen Stadtvierteln, muss man sagen, deutlich höher. Ja. Das heißt, eine gefühlte Islamisierung. Gibt es Möglichkeiten, auch das zu verändern, indem man eben nicht, ich sag mal, in bestimmten Stadtteilen dann lebt, indem Zuwanderung vielleicht auch anders gesteuert wird, wenn sie nach Deutschland kommt? Ich glaube, wir haben ein grundlegendes Problem, dass wir, Sie haben jetzt zum Beispiel Ballungsgebiete, Kiez und so weiter, Themen angesprochen. Das sind ja vor allen Dingen soziale Probleme, auch ökonomische Probleme. Zum Beispiel, dass Menschen nicht wegziehen von einem bestimmten Viertel, hat ja nichts damit zu tun, weil sie das Viertel so unbeschreiblich lieben, sondern weil sie einfach nicht das Kleingeld haben, in den anderen Gebieten zu ziehen, wo sie gerne ziehen wollen und die Miete zahlen können. Also reden wir von vor allen Dingen sozialen Problemen. Und wir haben ein Phänomen in den letzten Jahren, durchaus auch durch einige Protagonisten, die sehr, sehr hofiert worden sind, auch in den Medien, dass wir soziale Probleme und soziale Themen einfach islamisieren, einfach der Religion zuschreiben. Und das ist ein ganz, also soziologisch ist das der Super-GAU. Und das ist aber gemacht worden. Wie kann man das ändern? Indem wir darüber reden jetzt erstmal. Und dass wir das auch mal analysieren und aufdecken, dass soziale, wirtschaftliche Probleme in erster Linie soziale, wirtschaftliche Lösungen anzubieten haben. Und nicht mit der Zuschreibung Islam man diesem Phänomen analytisch begegnen kann. Das ist total falsch. Aber das wurde gemacht. Immer wieder, bis heute. Ja, wenn irgendwas nicht in Ordnung im Kiez, wird direkt gefragt, ja, sind das Muslime oder welche Religion gehören die an? Aha, es hat was mit Islam zu tun. Mhm. So, wenn man den Islam denn überhaupt heranzieht, dann bitte schön richtig. Nämlich, dass man sagt, der Islam sagt nicht, du sollst was weiß ich, in deinen Kiez so oder so handeln oder sollst kriminell und so weiter. Im Gegenteil, der Imam und die Gemeinde ruft dazu auf, anständig hier zu sich zu verhalten, sich in die Gesellschaft einzubringen etc. Also wenn man den Islam schon zitiert, dann bitte schön richtig in dem Kontext. Und das wurde alles nicht gemacht in den letzten über ein Jahrzehnt. Und ständig werden diese Diskurse so in dieser Weise geführt. Mhm. Und da darf man sich doch nicht wundern, weil Sie gefragt haben, die Menschen haben Angst. Dann darf man sich doch nicht wundern, dass am Ende solche Bewegungen wie Pegida entstehen, die zum Teil wortwörtlich die gleichen Überschriften skandieren, die die sogenannte Qualitätspresse vorher als Überschrift gewählt haben. Dann darf man sich doch nicht wundern, oder? Nun ist es ja nicht so. Ich weiß, das schmerzt ein bisschen, aber Selbstkritik darf man ja auch an dieser Stelle mal anwenden. Es ist aber doch die Frage, sortieren wir alle, auch muslimische Verbände möglicherweise, Bevölkerungsgruppen innerhalb von Ballungsräumen, gleich dann erstmal nach Religion, was schon mal falsch ist. Mhm, genau. Weil vielleicht die Menschen aus Südostasien mit muslimischem Hintergrund ganz anders sind als die, die aus Nordafrika kommen. Ja. Und ich erinnere mich an die Zeit vor dem 11. September. Da wurde hier eher über Türken, Tunesier, Ägypter, Araber halt geredet, aber es wurde nicht über Muslime und Nicht-Muslime so viel geredet. Richtig. Ist das die Krux, dass wir mehr unterscheiden müssen, auch nach
ja, ethnischem Herkommen und nicht nach, also das ist das eine, nicht nach Religion. Und das zweite, schon bei der Zuwanderung so steuern müssen, dass ja, dezentral Menschen untergebracht werden, sodass Kontakte entstehen zwischen der einheimischen Bevölkerung und der zuwandernden Bevölkerung. Zu allen deinen Fragen uneingeschränkt ja. Ich würde bei der ersten Frage sogar noch sagen, wir fragen nicht, woher er kommt, sondern, wie heißt es so schön, wir fragen, wohin er will. Mhm. Und das ist doch der konstruktive Weg. Das heißt, was kann er für unser Land, für unsere Gesellschaft beitragen an Bereicherung? Und jeder Mensch ist eine Bereicherung mit seinem kulturellen und seinem Umfeld etc. Oder kann eine Bereicherung sein, wenn wir die entsprechend ihn fördern, wenn wir sozusagen sein Talent, sein Genius und so weiter entsprechend einsetzen. Das gilt genauso für die Flüchtlinge und so weiter und für andere Bereiche. Wir fragen, wohin möchtest du? Und da unterstützen wir ihn in diesem Weg. Ich glaube, wenn wir diesen Weg beschreiben, ist das entscheidend. Wir haben tatsächlich dieses Phänomen gehabt. Früher war es das Ausländerproblem, dann war es das Türkenproblem und jetzt ist es sozusagen das Problem, Muslimproblem. Es ist eine andere Bezeichnung, aber sie mit fatalen Ergebnissen. Dass wir heute einen pseudo-religiösen Diskurs haben. Ja, wir islamisieren soziale Probleme. Das ist eigentlich verrückt. Ja? Und wecken so den Eindruck, als hätte das was mit Religion zu tun und staunen dann, wenn die Menschen dann Angst haben vor dieser Religion. Und die Menschen, die auch Angst haben, selber zum Ziel zu werden, muslimische Gemeinden in Deutschland, ja, erhöhte Zahl von Anschlägen, ja, auch im letzten Jahr, aber auch jüdische Gemeinden in, ja, Deutschland. Ja. Sehr, sehr wichtig. Ja. Ist das eine Möglichkeit? Und wenn ja, wie? Wie kann man es hinbekommen, dass der Antisemitismus in Deutschland, der ganz offenbar wächst, auch darin begründet, dass in der deutschen Bevölkerung über viele Jahrzehnte sich weiter offenbar so, ja, etwas erhalten hat, wie, ja, Umfragen zeigen, ja, aber durch Zuwanderung, auch mit muslimischem Hintergrund, ja, das noch verstärkt wird. Richtig. Wie kann man das stoppen? Erstmal sehe ich mit großer Sorge das, was Sie gerade beschrieben haben, dass der Antisemitismus eben nicht bewältigt worden ist hier in unserem Land. Dass er in Teilen sogar zunimmt, das sieht man an den Anschlägen, das sieht man an auch vor allen Dingen in den Foren und in Facebook, ist ja fürchterlich, was da so abgeht. Wir haben aber einen signifikanten Unterschied zu den anderen Formen des Rassismus in Deutschland oder auch beispielsweise Islamfeindlichkeit. Wir haben Gott sei Dank aus unserer Geschichte heraus sicherlich und auch aus den Erfahrungen Konventionen und Ächtungsprinzipien in unserer Gesellschaft, auch im öffentlichen Bewusstsein, im Umgang mit Antisemitismus. Und die halten. Die werden zwar immer wieder versucht anzusägen durch Rassisten und durch so ganz unscheinbare Bewegungen und so weiter. Aber sie halten, Gott sei Dank. Und das ist auch gut so. Wir haben Tabus in diesem Bereich. Tabus, die, wir würden zum Beispiel nicht auf die Idee kommen, satirisch Antisemitismus zu bagatellisieren oder sowas. Mhm. Gott sei Dank, und das ist gut so. Das ist auch ein Lernprozess, das ist eine Erfahrung, aus einer schrecklichen auch Geschichte und so weiter. Das ist gut, das ist wichtig. Wir haben aber diese Ächtungsprinzipien und Konventionen im Bereich zum Beispiel von Antizigonismus nicht so ausgeprägt, mhm, wie beim Antisemitismus. Bei dem Thema Homophobie ähnlich haben wir sie, aber nicht so ausgeprägt. Und am wenigsten ausgeprägt ist es bei der Islamfeindlichkeit. Mhm. Weil das Verständnis da sozusagen, vielleicht auch wegen dem Misstrauensdiskurs und Extremismusvorbehalt allgemein gegenüber den Muslimen, gemeint wird, ah, da braucht man nicht so stark hinschauen. Und wir erleben jetzt die Keule, die uns dann voll erschlägt. Tatsächlich ist es so, die Anschläge auf Moscheen haben zugenommen. Wir haben fast jeden Tag größere Übergriffe auf Muslime. Und zwar nicht so kleine Pöppeleien und Spuckereien, sondern richtige Sachen, also mit körperlicher Gewalt etc. Sehr, sehr besorgniserregend. Und wir haben zum Beispiel auch jetzt bei den Demonstrationen von in der Tat, Sie haben recht, es waren nicht alles Rassisten, sondern die Redelsführer sind meistens, haben diese Richtung eingegangen, aber die Demonstranten selber nicht. Mhm. Aber was dort auch an Haltung gekommen ist, wurde zwar kanalisiert auf die Muslime, aber in der Haltung ist das rassistisch, mhm, gewesen. Und diese Menschen wissen sehr wohl, dass der Antisemitismus geächtet und mit gesellschaftlichen Konsequenzen verbunden ist, wenn man den so offen
vor sich hintragt, wie ich ihn vielleicht am Stammtisch so stolz erzähle, das wissen sie, deswegen tun sie es nicht. Mhm. Ja? Nicht, weil sie aber überzeugt sind, dass der Antisemitismus was Falsches ist, sondern aber sie trauen sich, wenn ich das dann noch sagen darf, sie trauen sich das in Bezug auf die Feindlichkeit gegenüber Muslimen, weil sie erkennen, dass das ihnen nichts kostet. Das ist sozusagen nicht geächtet, wird nicht geächtet oder nicht ausreichend in der Gesellschaft geächtet. Und ich glaube, da müssen wir hin. Trotzdem, da die Nachfrage, das bedeutet ja, es müsste eine Solidarisierung insbesondere mit anderen Gruppen in der Gesellschaft möglich sein, die eben auch Opfer sind. Auch Juden in Deutschland werden verfolgt. Richtig. Und der Vorsitzende des Zentralrats der Juden hat gerade geraten, dass man sich überlegen sollte, ob man die Kippa trägt in manchen Stadtgegenden. Das in Deutschland. Wie kann man dagegen vorgehen? Wie können Sie zum Beispiel auch Jugendlichen sagen, auch muslimischen Jugendlichen, dass ganz klar wird, das ist absolut inakzeptabel, dass Juden in Deutschland angegriffen werden? Indem wir es ganz aktiv machen. Also als die Synagoge in Wuppertal angegriffen worden ist durch Jugendliche im letzten Jahr, und Gott sei Dank die Molotow-Cocktails nicht gezündet haben, sodass sozusagen nur ein kleiner, in Anführungszeichen, kleiner Schaden da ist, war. Aber die Angst und die Furcht war natürlich umso größer, indem wir einfach in die Gemeinde geht. Ich habe die Gemeinde besucht, vor Ort, und habe deutlich gemacht, meine Religion, mein Religionsverständnis und das von vielen, vielen anderen Muslimen weltweit ist antirassistisch, ist pro im Austausch, im Dialog mit den Juden. Wenn im Koran steht, dass ich auf beste Art und Weise mit Juden und Christen umzugehen habe, wenn ihre Tora und das Evangelium als die Schriften bezeichnet werden, die Offenbarungen darstellen und die ich zu achten und zu respektieren habe, so wie der Koran selber, dann kann ich doch nicht gegen diese Religionsgemeinschaft in irgendeiner Weise Hass erfinden. Wenn ich das tue, begehe ich eine Sünde und lebe ich im Widerspruch zu meiner Religion. Und das am besten direkt vor Ort zu machen. Dass ich teilnehme an dem, was der Zentralrat der Juden gemacht hat letztes Jahr, Kundgebung gegen Antisemitismus. Dass wir sie, wenn wir Veranstaltungen haben für Toleranz, für Frieden, gegen Extremismus, dass wir sie dabei haben. Diese Sachen müssen wir mehr führen. Ja, da sind wir eigentlich wieder beim Anfang zurück. Und leider ist die Zeit auch fast rum. Deswegen da noch eine Frage. Wir sind eine Stunde jetzt schon unterwegs. Eine Stunde sind wir unterwegs. Ihr Vater kommt aus Aleppo. Was macht das in Ihrer Familie, dass Sie das sehen, was in Syrien derzeit vor sich geht? Ja, ich sehe mit Sorge, dass mein Vater an den arabischen Sendern hängt und diese ganzen Verwerfungen und diese auch Kriege und so weiter fast eins zu eins sozusagen via Fernsehschirm verfolgt. Ich sage ihm immer, hör auf, guck das nicht, das macht dich nur noch kirre, das macht dich noch kaputt. Ich könnte das gar nicht aushalten. Und dann sagt er doch, ich muss das und so, nach dem Motto, das Einzige, was dann noch ihm übrig bleibt und sich dann so, dass diese Dinge, die Entwicklungen anschaut. Also es ist natürlich ein sehr, sehr trauriger Zustand. Ich kenne Aleppo selber. Ich habe dort, ich habe mehrfach Aleppo selbst besucht. Ich kenne die ursprüngliche Stätte meines Vaters, ist eine Altstadt, und ich weiß, dass heute fast komplett zerstört, ist. Es ist ein sehr, sehr trauriger und auch ein Zustand, der nicht einfach. Wir versuchen natürlich, den Alltag zu leben, und er ist hier in Deutschland und hat seine Familie um sich herum. Das ein Stück weit hilft das, aber wie viele syrische Flüchtlinge, wie viele auch unsere aus der Familie meines Vaters sind in der Türkei, sind anderswo, sind nach Deutschland und anderswo gegangen. Ich glaube, man merkt Ratlosigkeit auch gegenüber dem, was da los ist. Vielleicht hilft dann am Schluss doch nochmal auf das Zitat zurückzukommen, nämlich vertraue auf Gott und binde dein Kamel an. Die Anstrengung ist notwendig. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ayman Masiyek, dem Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime in Deutschland. Und ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse am Kamingespräch von Phoenix aus der American Academy in Berlin. Vielen Dank. Machen Sie es gut.